Und damit heiße ich euch wieder einmal herzlich willkommen zurück zu Slay the Spire, meine lieben Freunde, Teil 2 von unserem Einführungsvideo. Ja, wir sind auf Stage 2 gelandet und haben uns schon für einen Weg entschieden. Er wird ganz schön böse, er wird wirklich böse, das ist ein harter Gegner. Auch die, es sind nicht immer dieselben Endbosse, es sind immer Variationen dazwischen. So, wir haben uns für den mittleren Weg entschieden, hier ist nämlich ein Kampf weniger. Oh, natürlich sind es die Geier, wie ich sie liebe. Jetzt machen wir 5, also werde ich dich und dich und dich und dich nicht brauchen. Und schauen wir mal. Wir können wieder alles aufrüsten, dafür kriege ich so einmal 5 Block. Und mit einem Doppelschlag... Reicht das? Reicht auf jeden Fall, weil der wird gleich abstürzen hier. Die haben bestimmte Fähigkeiten, und zwar sind sie in der Luft. Sie bekommen 50% weniger Schaden, solange sie flattern. Aber sollte ich während einer Runde 3 Angriffe auf sie ausführen, fallen sie runter und machen so gut wie gar keinen Schaden mehr. So, ich könnte jetzt einmal Nimms gelassen spielen, aber ich überlege gerade, wie ich es am schönsten mache. Ich werde 5 Block spielen. 8 Schaden werde ich kassieren und werde 3-mal den Angriff, damit er runterfällt. Dadurch ist sein Angriff hinüber. Stimmt, danke. Ja, genau. Ich erhell mich ja nochmal. Das ist sehr gut. So, wir haben jetzt gerade das erste Mal in diesem Kampf Schaden erlitten. Dadurch haben wir 3 Extra-Karten gezogen. Leider haben wir nur 3 Energie. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das am schönsten spielen soll. Macht 8 Schaden. Ich spiele sie trotzdem. So. Habe ich mich ein bisschen geheilt, kassiere gleich noch 3 Schaden und dann... Boah, das wird jetzt richtig wehtun. Und 5 Schaden, nee, 6 Schaden kassiert. Weil ich einfach zu viele Karten auf der Hand hatte. Ich muss diesen Fluch loswerden. Aber der Laden ist gleich in der Nähe. Also mache ich mir da keine Sorgen. Das und das. Hier kriege ich 5 Schaden. Ich könnte nochmal alles aufrüsten. Dadurch würde der hier mehr Schaden verursachen und weniger Damage. Ich rüste erstmal alles auf. Dadurch bist du tot. Und jetzt sind wir bei 12. 3x5. 15 Schaden. Dafür kriegt aber der hier unten noch was, weil ich glaube, der will wieder nach oben flattern. Deswegen, ja, seht ihr. Dann kassiere ich lieber ein bisschen Schaden. Und sorge dafür, dass der hier verschwindet. Der da hinten kriegt einfach nur so ein bisschen Schaden. Ich weiß nicht, der will sich irgendwie deffen, buffen oder dergleichen. Oh ja. So. Ich spiele volle Verteidigung. Damit ich nicht so viel Schaden von Reue bekomme. So, wir können hier wieder alles aufrüsten, wenn wir das denn wollen würden. Wollen wir aber nicht unbedingt, denn wir wollen erstmal den Vogel da wieder abschießen. Schlitz, Schlitz und der bekommt unten volle Damage. Schlitz, Doppelschlag und Feierabend. 6 geheilt. Explosiver Trank. Was können wir denn mal weg? Energie, Geschicklichkeit. Du wirst weggeworfen, mein Guter. Ich muss hier mal ein bisschen mehr nehmen. So, was haben wir denn hier? Kräfte sammeln. Du erschöpfst alle Nicht-Angriffskarten auf deiner Hand und erhältst für jede 5 Block. Für ein Erschöpfendeck. Supergeil. Geisterhafte Rüstung. Geisterhafte Rüstung ist etwas Besonderes, die man erst sehr spät im Spiel bekommt. Ist, glaube ich, auch die letzte, die man freischalten kann bei dem Charakter. Denn diese Karte ist ätherisch. Was bedeutet, ich muss diese Karte immer ausspielen. Wenn ich sie habe, sollte ich sie nicht ausspielen, wird sie direkt verbrannt und kommt nicht auf den Ablagestapel. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich werde sie mitnehmen, weil ich Rüstungskarten für den Endboss brauche. So, wir gehen hier rein. Ich hoffe, ich habe 100 Gold. Ja, habe ich.
Denn sie... Oh nein, oh scheiße. Der Frosch ist so gut. Gut, wir werden aber erst einmal den euren Fluch los. Ich werde mir nichts anderes angucken, sonst bin ich wieder... Ach, ich könnte ja, ich könnte ja. Nein, werden wir nicht. So, wir haben einmal Metallisieren. Das würden wir wahrscheinlich sehr gerne mitnehmen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Nehmen wir mit. Alles andere ist zwar schön. Diese Karte ist zum Beispiel sehr gut beim Stärkedeck. Ja, weil sie dreifach Multiplikator dabei hat. Für Stärke. Habe ich 3 Stärke, macht die also 9 mehr Schaden. Supergeil. Aufgerüstet sogar 5-fach Multiplikator. Supergeil. Und wenn es 2 schwach an, die grauen Karten sind immer gut, aber ziemlich teuer. Wir gehen weiter. Ab geht es. So, wir kämpfen hier wieder. Oh, die Diebesbande. Shit. Nimm's gelassen, gib mir schon mal 8. Ich krieg 20, ich muss aber sowieso auf jeden Fall angreifen. Mist. Erstmal nehme ich's gelassen. Ach, krieg trotzdem nichts Schönes. Na gut, dann nehme ich's noch ein bisschen. Ja, und greife noch ein paar Mal an. Werfen. Das Ganze wird keine 5 Züge dauern. Die Herrschaften zocken mir nämlich die ganze Kohle aus der Tasche. Super nervig. Nicht nett, ja. Keinesfalls nett. Sechsunddreißig. Das ist doof. Ich töte den vorne, damit ich keinen Schaden kassiere. War ein bisschen verschwendet. Schade. So, auf jeden Fall spielen wir das. Jetzt kriege ich 3 Schaden. Ich muss erstmal Schaden verursachen. Das ist wichtiger. Denn die Herrschaften zocken mir nicht nur die Kohle jede Runde. Die zocken mir hier 15 pro Runde. Der wird sich jetzt deffen. Und dann wird er versuchen zu verschwinden, der kleine Sack. Der versucht jetzt abzuhauen mit meiner Kohle in Tasche. Und deswegen kriegt er so viel Schaden wie möglich. Ah, sehr gut. Ich kriege meine 23 Gold wieder zurück, die sie mir gezockt haben. Und kriege noch 15 oben drauf. Und wir haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Wir haben Verwüsten. Immer wenn ich Block spiele, kriegen alle 3 Schaden. Ist ganz geil, aber wir haben eigentlich zu wenig Block dafür. Andererseits ist das in Kombination mit Metallisieren ziemlich gut, weil ich dann jede Runde Schaden verursachen würde. Fertigkeiten kosten 0. Am Ende des Zuges verlierst du einen Trefferpunkt und verursachst 4 Schaden an deinen Gegner. Ich nehme Verwüsten mal mit und hoffe, dass das, dass ich das relativ schnell mit Metallisieren... Metallisieren sorgt dafür, dass ich jede Runde 4 Schild am Ende meines Zuges bekomme. Immer. In Kombination ist das ganz geil. Wir haben nur 35, wir könnten zum Shop gehen. Ach nee, nein, ist ja Quatsch. Wir wollen ja in der Mitte, wir wollen ja um die Elite drumherum, sagte er und kriegt solche Bosse. Oh, Lämmerwasch. So, ätherisch haben wir schon mal. Wir könnten noch 5 verursachen damit. Dann spiele ich dich nicht. Und dich auch nicht. Die beiden spiele ich auf jeden Fall. Oh, so, erstmal spiele ich dich und dich auf jeden Fall auch. Hüstel ganz kurz. Spiele auf jeden Fall Doppelschlag. Der hier hat Panzerung. Das heißt, er bekommt jede Runde bei jedem Zug 14 Schild for free. Außer, ich komme mit meinen Schlägen durch seine Verteidigung. Ja, also ich mache so viel Schaden, dass ich, also 14 Schaden blockt da. Jedes Mal, wenn ich danach Schaden verursache, wird die Panzerung schlechter. Hm. Könnte ich einmal machen. Ich könnte aber auch einfach erstmal den da hinten töten. So. Das werden wir nämlich machen. Schlitz, Schlitz. Der da hinten verursacht nämlich einen komischen Debuff. Ich weiß gar nicht mehr, was er hier vorne macht. So, jetzt können wir... Na super, das kann ich ja wohl mal voll in die Tonne treten. Ich nehme Energietrank. Nehme die ganzen Schilde.
Hau ihm noch eine in die Fresse und nochmal 3 Schaden. So, jetzt habe ich gerade 12 Schaden verursacht, indem ich mich gedefft habe. Ist gar nicht so verkehrt. Kann man machen. Schnitter würde hier nicht funktionieren, weil ich an seiner Rüstung abprallen würde. Aufrüsten. Doppelschlag würde 10 verursachen. Er verursacht 10 Schaden, 5 Def. Ich spiele Doppelschlag mit Wut. Oh, das ist doof, das ist eine scheiß Kombi. Ich könnte alles aufrüsten. Ich könnte den schmettern. Ist der weg? Ich muss noch die 10 Schaden blocken. Aufgerüstet. Ich habe nur die eine Defense-Karte, also das Aufrüsten an sich. Schwierig. Doppelschlag ist natürlich immer ganz nett, aber nicht immer hilfreich. Eine Energie fehlt mir quasi ein bisschen. Na gut, ich spiele den mit dem hier. Nein! Ach, jetzt spielt er den mit dem. Weil er daneben geklickt hat. Macht nichts. Macht nichts. Passiert. So, wir schauen mal. Alles aufrüsten. Wir können es noch Nims gelassen spielen. Wir spielen noch erstmal Nims gelassen. Mal gucken, was wir kriegen. Natürlich kriegen wir die eine Karte, die wir nicht einsetzen dürfen. Weil wir zu wenig Angriffe haben. Warte mal, wir könnten den noch spielen. Alles ist aufgerüstet, dann spiele ich den als Block. Habe 21 Block, kassiere noch ein bisschen Schaden. Ah, perfekt. Schön. Sind durch seine Rüstung durchgekommen. Jetzt kriegt er nächste Runde nur 13. Ich habe das Gefühl, das Ganze... wird das noch 5 Runden dauern, ey, bis ich da so durch bin? Ich will den eigentlich... Ach komm, ist doch egal. Trink ihn. So, wieder durch seine Rüstung durchgekommen. Perfekt. Jetzt kriegt er nur noch 12. So, wie viele Runden haben wir noch? Wir müssen nur 3 Runden durchhalten. Weil ich jede Runde heile. Nächste Runde heile ich mich noch um 3. Ich will jetzt quasi die ganze Palette mitnehmen, dachte er sich und sah, dass er 18 Schaden verursachen möchte. Und ich kann nur 13 blocken, also... Dann stirb halt. Weißt du, ich wollte ihn mal am Leben lassen? Nix ist, darf ich nicht. Na gut, dann halt nicht. So, wir haben da Schöpfer... Seelentrainer ist immer eine ganz schöne Sache. Sowieso das Seelentrainer Plus ist 20. Aber ich habe so gute, so viele Defense-Karten auf der Hand, dass die alle vernichtet werden würden. Nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Du findest 3 Tierpunkte immer... Ich habe schon eine Wutkarte, also lassen wir das alles hier. Doppelt Wut ist. Nimmt nur irgendeinen Quatsch ein. Aufrüsten. Die haben alle nicht vor, mich anzugreifen, deswegen machen wir das so. Jedes Mal, wenn ich jetzt Defense spiele, durch Metallisieren, kriegt jeder hier in diesem Reigen einfach mal 5 Schaden. Das finde ich sehr gut. Die beiden wollen 18 Schaden verursachen. Ich bekomme 3 durch Metallisieren, könnte also noch 10 draufblocken. Durch Doppelschlag würde ich jetzt 12 Schaden in ihm verursachen.
oder 10 durch Defense. Also spielen wir zweimal Defense. Ist es wahllos? Kriegt das einer nur oder alle? Immer wenn du einen Block erhältst, verursachst du an einen zufälligen Gegner. Ah, schade. Ich dachte, das ist an allen Gegnern. Oh, das ist natürlich, das ist bitter. So, natürlich spielen wir erstmal die. Wir wollen ja nicht, dass die verloren geht. Nimm es gelassen, das ist immer natürlich schön. Er verursacht 20 Damage, ne? Das ist ja Frechheit. Einfach Frechheit. So, Schnitter würde mir wieder nichts bringen, weil er hier noch 60 Defense hat, ne? 60. Oh, nimm's gelassen, würde mir nochmal 6 bringen. Das würde mir nochmal. Also insgesamt könnte ich noch 9 Defense spielen. Würde, wenn wir bei 18. Würden wir auf jeden Fall beim richtigen rauskommen. Okay. Spielen wir ein bisschen Defense, lastig. So, ja, noch ein Leben. Schön, ich könnte die Flüche aufrüsten. Wie geil ist das denn? ne? 50-50 die Chance, dass ich den da treffe. Nix ist. Na gut, weiter geht es. Nimm's gelassen, ich könnte wieder ein bisschen einen Block sammeln. Ich könnte hier nochmal Wut spielen. 3, 9, 15 könnte ich blocken von den 20. Oder halt durch die 4 Block. Ich nehme es erstmal gelassen. Natürlich ziehe ich einen Fluch. Dann spiele ich den hier. Greife hier nochmal an. Bringt ja alles nichts. So, wir müssen. Hätte ich es doch anders spielen sollen. So. Echt schwierig. Haben wir es mit dem Trank beendet? Du wirst auf 4x3 Schaden. Ist das auch was für ein Stärkedeck? Fühle keinen Schmerz immer, wenn du eine Karte erschöpfst, erhältst du 4 Block. Für ein Erschöpfendeck verwüsten. Du spielst die oberste Karte deines Ausnahmestapels aus und erschöpfst sie. Erschöpfendeck. Brauchen wir alles nicht. Weiter geht es. Wir sind an Lagerfeuer. Wir haben noch 44 Leben, also mehr als genug, um uns hier durchzuschnetzeln. So, was könnten wir denn machen? Wir könnten zum Beispiel metallisieren, verstärken. Wir könnten das hier. Das würde 5 Schaden mehr machen. Nimm's gelassen, ist immer ganz nett. 5. Ja. Der Chat sagt, ich heile mich sowieso gerade noch beim Bosskampf, also von daher brauchen wir das nicht. Das ist richtig, denke ich auch so. Wir haben aber auch echt ein confuses Deck, ne? Also was wir hier an Karten finden, ist echt alles, aber nichts Ganzes. Also wir finden viele Karten für ein Erschöpfendeck, aber keine, die ein Erschöpfendeck rechtfertigen würde, ja? Also dass wir das spielen. Kann ich viel zu selten spielen, dafür habe ich viel zu viel Defense. Du bist da nicht raus aus dem Deck, aber... Ich nehme Metallisieren. Metallisieren kann man immer gebrauchen. Kann man nichts mit falsch machen. So, wir sind wieder mal... Oh, schön. Sehr gut. Verfluchter Foliant. In einem verlassenen Tempel findest du ein riesiges geöffnetes Buch, gefüllt mit kryptischen Schriften. Als du versuchst, das komplizierte Skript zu verstehen, beginnt es sich zu verändern und verwandelt sich in eine Schrift, die dir bekannt ist. Wir lesen das Skript. Ja, ja, das kommt danach, aber metallisieren ist wirklich besser als verwüsten am Anfang. Erstmal die Defense quasi verbessern. So, seltsam. Das Buch scheint von einem Ahnen namens Neo zu handeln.
Das weckt dein Interesse, bemerkst aber ein generelles Gefühl des Unwohlseins. Und wir kriegen Schaden. Der Ahn der Wiederbelebung Neo wurde auf der Grund des Sprays verbannt. Du bist versucht, mehr zu lesen, aber dein Körper beginnt zu schmerzen. Noch mehr Schaden. Auf der Suche nach Rache segnet Neo seine... Neo? Außenseiter nutzt sie für seine eigenen Zwecke. Du beginnst dich sehr schwach und erschöpft zu fühlen. Diejenigen, die von Neo wiederbelebt werden, können sich nur noch an Fragmente ihres frühen Ichs erinnern und sind dazu verflucht, bis in alle Ewigkeit zu kämpfen. Das trifft wirklich auf uns zu, da das Spiel immer von vorne beginnt. Als du dich der letzten Seite näherst, beginnt sich dein alte Wunden wieder zu öffnen. Aber ich nehme das Buch mit. Her damit, was bekomme ich? Nachdem du den Foliant gelesen hast, beschließt du ihn mitzunehmen, wirst du deine Erinnerung behalten, wenn du den Beweis in Händen hältst. Großes Fragezeichen, wir haben ein Relikt bekommen. Und zwar Nirelris Codex. Am Ende jedes Zuges kannst du eine von drei zufälligen Karten wählen und in deinem Aufnahmestapel mischen. Das bedeutet wirklich, wir bekommen pro Runde einfach eine Karte geschenkt. Kann kompletter Scheiß sein. Wir spielen quasi jetzt ein Random Deck. Ja, wir wandern aber auch direkt zum Lagerfeuer. Jetzt wird es langsam aber sicher ein bisschen kritisch, was das Leben angeht. Na, müssen wir gucken. Wo ist denn der nächste Shop? Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Oh, das geht nicht. Das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ich krieg keinen Shop mehr und ich kann nicht einfach sagen, dass ich... Der hier geht ja noch, ja, verbessere eine Karte, aber ich habe keine Karte, die ich unbedingt verbessern wollen würde. Und hier kriege ich ein Relikt, aber bekomme dafür eine Karte in mein Deck, die dafür sorgt, dass wenn ich sie auf der Hand habe, ich maximal drei Karten spielen kann. Und wenn das ein scheiß Moment ist, dann ist hier direkt Feierabend mit uns. Ja. Kaima, geh nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Wir gehen zur Truhe und bekommen ein Relikt. Was bekommen wir denn? Du erhältst zu Beginn jedes Kampfes eine Geschicklichkeit. Alles klar, unsere Verteidigung ist quasi besser. Da gehen wir hin. Wir heilen uns kurz. Wir haben sowieso das olle Kissen. Können also noch einen Kampf mehr bestehen, bevor wir irgendwas machen. Ich überlege gerade, ich glaube, ich könnte sogar den Elite machen. Und uns da noch ein Relikt mitnehmen. Oh, außer natürlich, wir bekommen die beiden. Ach du Scheiße. Nehmen wir die Schmetterkombi, ja, ne? Ich hoffe, ich krieg noch einen Angriff, einen ordentlichen. Ja, erstmal die Oma eins in der Fresse und dann gibt's hier noch zwei von. Und ich nehme die 8 Schaden von dir. Ich kann mir jetzt jedes Mal eine Karte aussuchen, die mir hier in mein Deck gemischt wird. Knaufschlag haben wir gerade gezogen. Könnten wir jetzt benutzen. Nehme ich Verwüsten. Erstmal alles aufrüsten, sagst du. Dann... Ach, Knaufschlag kostet mich was. Aber... Na gut. Ach so, ach, kann ich gar nicht spielen. Weil ich noch den... Dings habe. Doppelschlag bitte. Skadusch. Voll in die Fresse. So, wir spielen dich. In Kombination mit Doppelschlag. Leider habe ich zu wenig Energie dafür, aber macht nichts. Die kriegt ganz gut Schaden damit. Zwei Energie for free im nächsten Zug. Ich glaube, ich ziehe die ja auch immer direkt, ne? Aber gut, jetzt, weil ich so wenig, sowieso da wenig hatte. Ein Plus Energie. Dann ein Doppelschlag. Und damit ist die da hinten tot. Die wollte nämlich gerade jemanden heilen. Ich glaube, sie selbst. Und er wollte sie gerade schützen. Die beiden sind nämlich ein ganz schön mieses Du. Ja. Aufgewertet ist die ganz geil, weil die dann nichts mehr kostet. Aber da die ja alle nach dem Kampf verschwinden.
Wir nehmen mal die mit. Er dift sich halt erstmal selber. Nimm es gelassen. Dadurch haben wir ja nur Kampfkarten auf der Hand. Das ist sehr schön. 24. Doppelschlag würde 5 verursachen. Hier würde ich noch 2 Karten ziehen. Brauche ich nicht, weil ich eh nicht genug Energie habe. Getan. Nehmen wir mal Schnitter, aber dafür kriege ich dann keine Schnitter. Sorry. Das hier und die beiden. Na gut. Schade. Oh, Flammenwand, ne? Aber Flammenwand ist nicht aufgerüstet, dafür ist aber Metallisieren aufgerüstet. Nehmen wir mit. 44 Leben mit einem, gehen wir den riskanten Weg oder nicht? Oh, das ist schwierig. 44 Leben. Ich habe echt eigentlich kein sehr starkes Deck. Ne, wir nehmen mal die normalen. Wir gehen. Oh ja, ist klar, oder was? Ist richtig. Ja, warum soll es denn auch einfach sein? Ich glaube, es hackt, ey, Leute. Da stehen die Leute hier. Ja, das trifft sich ganz gut. Die ballern sich erstmal alle das Ritual in den Kopf. Schön wäre es, wenn ich da die Kombipackung spielen könnte. Ja, Elite wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, ja. Wir heilen uns erstmal. Ja, nehmen noch die neuen Block mit. Und schauen mal. Karte in der 10 Schaden an eingehen. Ich habe keine Flüche. Wir nehmen Teufelsklinge mit. Teufelsklinge ist immer ganz gut. Ich muss sie so schnell es geht töten, ne? Schau mal, Doppelklinge, sehr gut. Oh, Alter. Das ist echt. Sie werden jede Runde stärker, ne? Nimm's gelassen, würde ich nächste Runde noch dazu bekommen, oder... Ich nehme den noch. Ich krebse mich ja gerade so ein bisschen durch. Ey, die sind echt hart. Meine Fresse, ey. Ich nehme mal die mit. Kampftrance könnte ganz gut helfen. Boah. 18 Schaden, nimm's gelassen. Erstmal eine Karte ziehen. Defense. Natürlich Geisterrüstung, yay. Ich bin schon über meinem Score, den ich brauche. Warum ist das so schade? 9 Schaden.
Verteidigung. Schaden. Was? Was habe ich denn noch für Hand? Ach, Kampftrance gilt als... Aha. Schauen wir mal. Vielleicht muss ich sie ausspielen. Genau, das habe ich nicht gedacht. Aber Doppelschlag regelt. Oh, was ein Kampf, ey. Nur spielbar, wenn du nur Angriffskarten auf der Hand hältst. Ja, kann ich nicht brauchen, kann ich nicht brauchen. Kann ich nicht brauchen. Die eine muss ich aufrüsten, also aufrüsten müsste ich aufrüsten, damit sie mir noch was bringt. Sehr gut, aber wir sind mit Plus rausgegangen, mit Plus HP. Ja, unempfindlich ist sehr, sehr stark. Das, da habt ihr nicht ganz unrecht. Weil richtig geil ist sie, wenn du eine Barrikade im Deck hast. Aber haben wir ja nicht genommen. Kann ja keiner ahnen, dass wir auf der zweiten Stage tatsächlich so viele Defense-Karten finden. Mit Barrikade wäre es ein Träumchen hier. Eigentlich hätten wir ein Defense-Deck draus machen. Jetzt haben wir sogar Body Slam gefunden. So, aufrüsten. Ja, hier kommt Verwüsten. Was soll's denn? Das ist das Einzige, was gerade noch so tendenziell aufgerüstet. Was aufgerüstet? Was? Unempfindlich oder aufrüsten? Kann ich nicht sagen. Weiß ich selber nicht. Das tut mir leid. Da habe ich auch keine Ahnung. Das. Das. 6, 5. Wenn ich den Spieler kriege, ich einen Schaden mehr raus. Ich muss den Kultist erst erledigen, damit der nicht auf die dumme Idee kommt, sich zu buffen. Zu dolle. Wir nehmen den einen Energie. Ist okay. Ja. Wir müssen uns jetzt gerade mal ein bisschen hoch buffen. Was da gerade gleich an Schaden kommt, ist ein bisschen happig. Zusammenstoß kann ich nicht anwenden. Ich will mir den Trank eigentlich aufheben für den Boss. Ich kassiere, ich kriege 11 Block durch Metallisieren. Dadurch rüste ich das auf, mache hier mit mehr Schaden und heile mich nochmal um 5. Na toll. Ich spiele diese Karte, kriege 4 Energie. Dadurch kann ich gut ausspielen mit Doppelschlag. Und wende die hier zweimal an. Kriege dadurch 8 Block. Nehmen wir mal mit. 19 kriege ich natürlich noch ordentlich Schaden, aber weniger als. Aber das ist tot. Äh, 42. Muss mich also nicht heilen. Werde Zweikampf mitnehmen. Rüste Zweikampf auch direkt auf. Bestätigen. Wenn ich Glück habe, ziehe ich im Kampf eine Klinge. So, wir sind fast voll. Haben uns ja nochmal geheilt durch unser Relikt.
und überlegen jetzt erst einmal, was wir machen. So, der will irgendwas zaubern. Du kannst weg, du kannst weg, du kannst weg. Dem bleibe ich, falls ich jetzt ein bisschen Damage kriege, der bleibt auch. Und legen dann los. So. Metallisieren. Das hier und die beiden werden doppelt ausgeführt. Machen wir erstmal 24, 48 Schaden. So, teuflische Klinge. Nehmen wir mit. Metallisieren. Deshalb heben wir uns noch ein bisschen auf. Verwüsten spielen wir auf jeden Fall. Und müssen uns damit leider erstmal abfinden, dass wir ein bisschen Schaden kassieren werden. Wir können den mitnehmen. Das tut weh. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben jetzt erstmal ein paar Karten dazugezogen. Eins, zwei, drei Energie. Vier bräuchte ich. Schade. Sonst hätte ich die hier verdoppelt. Er wird 18, 25, 32 Schaden verursachen. Er ist ein Spieler, 14 Block, so. 8 kriegen wir noch oben drauf. Nach 2. Voll Defense spielen und dann noch den Nuller ausspielen. Macht auf jeden Fall Sinn. Warum, was habe ich denn noch auf... Ach, Mist. Das ist eine Fähigkeit. Okay. Geht immer. Ja, der beschwörte Tote. Das ist, der macht einfach nur Schaden, der Junge. Das ist das Schlimme. So, 32. Dadurch kann ich den Schaden voll deffen. Genau, der wird getötet. Und damit haben wir es. So, wir spielen... Nochmal Muskelspiel, bitte. Jetzt kriege ich erstmal harten Debuff für die nächsten paar Runden. Muskelspiel geht immer. Der bekommt auch einen Debuff. Dann kriege ich den. Limmelbrecher immer schön, aber wir haben kein Stärke-Deck. Doppelschlag. Damit können wir arbeiten. So, er hat 9 gerufen. 9 Kameraden. Gucken, was wir für eine Klinge kriegen. Doppelschlag. Da er hier noch einmal Verletzen drauf hat, kommt er jetzt 94 Schaden. Flammenwand ist immer gut. 123 Schaden. Na, schade, jetzt hat er sich erstmal kurz gedefft. Oh, jetzt kriege ich... Oh, das könnte wehtun für mich. Das könnte jetzt wirklich wehtun. Jetzt müssen wir gucken. Kriege ich ihn down? Doppelschlag. Nein, er hat mir natürlich so einen harten Debuff gegeben. Oh, Alter, das werde ich nicht überleben. Losgelassen. Ich könnte Schnitter spielen, mich heilen. Ah, nur um 6. 15, 46. Ich krieg das noch oben drauf. Wir spielen das Ding. Perfekt. Da ist der weg. 10. 20 Schaden kann ich noch verursachen. Das machen wir auf den Boss. Ich spiele Wut. Mache zweimal Schaden auf ihn. Der Schaden wird komplett geblockt. Bin gerade ein bisschen am Verzweifeln. Alter, Finne, ich muss noch 92 Schaden verursachen. Ich weiß gar nicht, wo ich die hernehmen soll. 17.
Könnte ich Flammenwand spielen? 17, er will mich wieder debuffen. Ätherisch wird leider jetzt im Äther verschwinden. Nee. Oh, ich sehe es nicht, Leute. Ich sehe es nicht. Brauche ich nicht. Oh. Ich hangel mich hier so durch, aber das wird, glaube ich, nichts. Es tut mir sehr leid. Das ist einfach zu viel Schaden. Das kann ich nicht wegblocken, das geht nicht. Mist. Ich könnte noch einen aus dem Kampf rausnehmen, aber das würde mir alles nichts bringen. Sie verursachen 23 und 24. Alter, das kriege ich nicht hin. Ich rechne gerade noch ein bisschen hin und her, macht 12 Death, 20 Schaden kann ich nur blocken und 25 Leben habe ich. Ich müsste quasi beide töten in irgendeiner Form und das kriege ich nicht hin. Keine Chance, ey. Shit, hier, stirb. Ah, schade. Feierabend. Ja, meine lieben Freunde, das war Slayer Spire. Leider haben wir verloren. Sind nicht ganz durchgekommen. Das war leider nur der zweite Boss von drei möglichen. Und dann sind wir beim Herz. Ja, hoffe sehr, dass es euch gefällt. Mir macht es immer noch sehr viel Spaß. Ich hoffe sehr, dass es euch gefällt beim Zuschauen. Würde mich sehr über einen Kommentar dementsprechend freuen. Lasst auch gerne ein Like da. Bis zur nächsten Runde. Und nicht vergessen, gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr das am Stück haben wollt. Also einmal anderthalb Stunden meinetwegen, oder wollt ihr geschnittene Folgen? Würde mich wirklich brennend interessieren. Gerne in die Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Midnight. Ciao.